So, nächster Anlauf. Hep. So. Wo ist der lang gerannt? Genau das hatte ich vor. Genau das. Jetzt komme ich ja nie wieder aus dem Wasser raus. Boah. Ob irgendwo ein Aufzug ist. Okay, na, halt so. Ich kann da nicht hochklettern, es geht nicht. Es soll nichts damit zu tun, dass sie geworfen haben. Ich war schon oben, der ist trotzdem einfach abgerutscht. Also man darf an der Stelle einfach nicht klettern. Ich glaube, irgendwo ein Dings ist, ein Aufzug. Wahrscheinlich wurden jetzt alle abmontiert. Wie lange kannst du weiterlaufen, hä? Donato, ich habe ihn auf. So. Als ob jetzt. Einfach so entdeckt worden. Einfach so. Das Spiel widerspricht sich gerade wie selbst. Ich kann die Mission erst abschließen, wenn ich nicht entdeckt werde. Also wenn ich anonym. Guck mal. Wenn ich anonym bin. Aber ich kann nicht anonym werden. Es widerspricht sich. Tut mir leid. Es geht nicht. Ich kann ihn nicht sehen. Tun kann ich auch keinen. Ist doch so, ich darf niemanden töten, oder ist es nur aktuell? Ja. Ah, super. Hier stehen alle da. Das ist einfach nur lächerlich, tut mir leid. Ich bleib jetzt hier versteckt. Ich kann es nicht ändern. Das ist einfach nur ein dummes Spiel, ganz ehrlich. Ich weiß, was ich machen soll. Ja, die wussten alle, dass ich da drin bin. Alle haben es gewusst. Ja, ach, gerade in dem Moment, wo ich den gelben Kreis, wo ich rauslaufe, werde ich entdeckt. Ah, tut mir leid, das ist lächerlich. Nee, ich hab keine Ahnung. Ich probiere es jetzt immer weiter, ich werde es nicht schaffen. Ich nicht weiß, wie das funktionieren soll. Wenn das Spiel sich widerspricht. Also, ich darf ja keinen töten. Das heißt, eine Möglichkeit, die ich habe, um den Gegnern zu entkommen, ist mich verstecken. So, aber wenn ich mich verstecke, auf wundersame Weise werde ich dann trotzdem sofort wieder entdeckt. Ich weiß nicht, vielleicht ist es ein Bug, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Das ist für mich die plausibelste Erklärung, weil alles andere macht für mich keinen Sinn. Ja. Ja.
Ja. Es war nicht ein einziger Gegner im Umkreis auf der Karte. Es kommen so. Nein, das ist lächerlich. Ich glaube, er sperrt gerade einfach nur einen Hau weg irgendwie. Das kann sein, dass es irgendwie verbuggt ist und ich es einfach nicht weitermachen kann. Das kann durchaus sein. Das würde mich echt nicht wundern. Ich habe schon viel erlebt bei Spielen. Ja. Ist noch alles schneller als Ezio. Tricks mit Korn beendet sogar. Ich wurde gerade wieder entdeckt. Wieso? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ach so, einfach so. Na gut. Ja, mich verfolgt einfach keiner. Das macht einfach keinen Sinn. Tut mir leid. Ja. Mein Auge juckt. Ja, ist keine Ahnung. Jetzt kann ich wieder irgendwo hier hoch, aber ich werde eh wieder, wenn ich mich verstecke, eh wieder sofort entdeckt. Ich war schon auf dem Dach oben. Das ist einfach nur. Ich war schon oben drauf. Und trotzdem rutscht er runter. Das ist. Ah, jetzt geht's, komischerweise. Das ist wahrscheinlich genauso wie gerade. Jetzt wird das so lange. Bin ich so lange nicht verschwunden, bis die Zeit abgelaufen ist. Ja. Nee, ich kann das nicht schaffen. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Es geht nicht. Ja. Es ermüdet mich einfach nur. Es ermüdet mich so unfassbar. Ich verstehe das nicht. Wieso ging das jetzt auf einmal doch? Ich bin einfach nur vorweg, dass ich die Hauptstory fertig habe. Echt. Das macht einfach keinen Spaß. Muss gerade mal rechnen. Okay. Ihr! Sucht ihr danach? Es ist vorbei, Assassino! Euer Leben ist verwirkt! Wache! Den Apfel mit dem Splitter aus dem Vatikan kommen, keine Gesundheit verlieren. Ich habe keine Ahnung. Okay, wieder Widerspruch. Wir sollen Apfel benutzen, aber ich darf ihn nicht benutzen. Das nervt mich einfach nur noch echt.
Ja, wie gesagt. Ich soll einen Apfel benutzen, aber ich darf ihn nicht benutzen. Ich meine, ich werde dazu aufgefordert, da steht noch, was ich machen soll. Ich mach's und verliere Energie und 100% Synchronisation ist weg. Das macht einfach keinen Spaß mehr, wirklich nicht. Ich könnte ja versuchen. Ja. Ja, Eingänge sind alle versperrt. Ja gut, ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Also ich soll die mit dem Apfel besiegen, okay. Da kann man raus. Oder wie jetzt? Jetzt bin ich komplett eingekreist. Ja. Das müssen normalerweise total episch jetzt sein mit dem Apfel. Nee, selbst das kriegen die nicht hin. Die kriegen das nicht hin, wenn man den Apfel schon mal in der Hand hat, so wie beim ersten Teil, wo es ja wirklich richtig episch war. Die kriegen es nicht, da einfach eine epische Sequenz draus zu machen. Nee, stattdessen verkacken die das einfach mit der Vorgabe, man darf keine Gesundheit verlieren. Man wird von 30.000 Leuten umzingelt, man darf keine Gesundheit verlieren. Als wenn das jetzt so die oberste Priorität wäre. Nee. Wahnsinnig episch. Wahnsinnig episch. Ja. Ah, ich weiß es nicht. Echt nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Jetzt bin ich froh, dass die spätestens mit dem dritten Teil die Kurve gekriegt haben. Echt. Dass ich dann die anderen, die Nachfolge alle genießen konnte. Und diese Reihe lieben gelernt habe. Alter, das ist einfach nur lächerlich hier. Ja, muss ich das jetzt bei jedem Gegner einzeln machen, oder was? Weil ich darf ja nicht... Das ist unglaublich, echt. Keine Gesundheit verlieren. Ich habe das anders in Erinnerung, ganz ehrlich. Ich habe das in Erinnerung, ich habe die scheiß Fake-Taste gedrückt gehalten, dann gab es quasi so eine... Edensplitter-Explosion. Ja, super, toll. Klasse. Ja, es klappt richtig gut, das ist wirklich episch. Ich habe Gänsehaut am ganzen Körper, so geil ist das gerade. Ich verstehe das nicht. Naja, ich mache es immer hier. Ich mache es so lange weiter, bis ich alle Gegner getötet habe, ohne Energie zu verlieren. Das ist ja, was das Spiel will. Ich habe das ganz anders in Erinnerung gesagt. Ich bin da irgendwie über so einen Platz gelaufen. Und hab, wie gesagt, ganze Gegnerwellen, die dann quasi durch diese Edensplitter-Explosion quasi alle zu Boden gegangen sind. Das waren, wie gesagt, richtige Gegnerhorden. Aber das war nicht so, wie es jetzt hier ist. Vor allem, ich kann ja auch nichts anderes. Ich kann nichts anderes auswählen. Vor allem, da steht halten, um die Loyalität der Gegner zu ändern. Was ändert sich denn? Da passiert doch nichts. Damit die sich schließlich gegenseitig töten. Ja. So, ich mach das. Was passiert? Gar nichts. Einfach nichts. Einfach nichts.
So, der Typ kam mir zu nah, er ist tot. Was hat das denn mit Loyalität ändern zu tun? Was ist denn hier los, ey? Boah. Ich habe echt gedacht, ich könnte heute schön, keine Ahnung, die ganzen Verstecke machen oder so. Ich kann ja alles vergessen. Ne, ich überlege mir das mit Revelation, ob ich das noch mache, ob ich das... Ich meine, Revelation war zwar besser als der Teil. Also, von der Spielbarkeit her, aber trotzdem, ich muss mir das wirklich gut überlegen. Ob das Sinn macht. Oder ist wirklich nur der Teil, der so beschissen ist, ich weiß es nicht. Ob Revelation da schon besser war, ich kann es schlecht, ich weiß nicht mehr, ich kann schlecht sagen. Ja. Toll. Ich habe da mal irgendwie keinen Weg angezeigt oder so. Ah, seht ihr, wie gut das die Loyalität ändert? Die zerfleischen sich alle gegenseitig. Das ist, klappt richtig gut. Wie gesagt, man hat die Option, vier gedrückt zu halten. Damit der mit der stärker wird, also mit die Wirkung stärker wird. Aber da habe ich ja nicht so viel Energie. Ich meine, wenn er jetzt stehen würde, es ändert die Loyalität dahingehend, dass die Gegner einen nicht mehr angreifen. Würde es stimmen, denn die haben mich ja nicht angegriffen, das ist ja richtig. Aber da steht, dass sie sich gegenseitig bekämpfen, die machen es nicht. Und wenn die das wirklich machen würden, wenn man viel gedrückt hält, dann dürfen die das nicht da hinschreiben, wo man keine Gesundheit verlieren darf. Weil das führt dann zu Frustration. Ich habe es ganz anders erinnert, wirklich ganz anders. Im Endeffekt ist es so, du läufst, wirst verfolgt, wenn die hinter dir sind, drückst du Viereck, die bleiben stehen, du läufst weiter. Das habe ich nicht so in Erinnerung. Ich habe es ganz anders in Erinnerung. Ich habe es wirklich in Erinnerung, du läufst da durch und die fliegen durch in alle Himmelsrichtungen, die Gegner. Anonym werden. Hahaha, ja genau. Was schön ist hier schon mal, dass sie mich nicht mehr angreifen. Das ist schon mal sehr, sehr viel wert. Okay, das tankiert hier so überhaupt nicht. Ich werde jetzt eh abgeworfen. Der ist doch trotzdem hinter. Jetzt bin ich schon wieder anonym, oder was? So schnell. Boah. Also was die letzten beiden Parts wieder abgeht, das ist der Wahnsinn.